Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing, denn heute ist bei mir die Elektra Beauty Box eingetroffen. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Elektra Beauty Box wurde von einer Gruppe mutiger Studentinnen, würde ich mal so sagen, ins Leben gerufen. Und sie haben sich zum Motto gemacht, die Frauen der Welt glücklich zu machen. Und das machen die mit dieser Beauty Box. Die soll nämlich Produkte enthalten, die man sich halt so auch nachkaufen kann. Man merkt immer mehr, dass diese Ladies genauso maskenverrückt sind wie ich, denn wir haben hier immer mindestens eine Gesichtsmaske drin enthalten. 5 Beauty-Produkte sind hier drin und die kostet ab 13,50 Euro und Sammy kriecht mir gleich auf den Tisch, denn da stehen Leckerlis für ihn. Okay, der Hund verhungert hier auch, Leute. Der braucht auch immer ganz viel Leckerlis. Auf jeden Fall, ab 13,50 Euro, die erscheint monatlich und ich bekomme die in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt, um sie hier vorzustellen. Ich mache aber auch eine Verlosung hier in diesem Video. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau gerne einfach mal vorbei. Es gibt ein individuell zusammengestelltes Beauty-Paket zu gewinnen. Genau. Ich bin gespannt, was sich diesen Monat hier drin verbirgt. Im Prinzip haben wir jedes Mal, und die ist noch nicht so lange auf dem Markt, die Box, ne, ein anderes Design gehabt. Sei es ein anderes Format, eine andere Farbe. Und jetzt haben wir hier so eine weiße Geschenkbox, die man auch super weiterverwenden kann, die mit so einem champagnerfarbenen Seidenschleifchen zusammengehalten wird. Und das mache ich doch mal schön auf. Also wir hatten schon so auch Taschen und sowas. Richtig toll. Da lassen die sich richtig was einfallen. Und es sieht schon sehr bunt aus, wenn man hier so den ersten Blick reinwirft. So schaut die Box von innen aus. Ich bin sehr gespannt. Also ich finde, dass die Box sich irgendwie mehr und mehr macht. Also wir haben echt coole Inhalte da drin und die gefallen mir. Das sind halt wirklich auch verwendbare Produkte und wenn sie einem wirklich gefallen, hat man einfach preislich gesehen nochmal die Möglichkeit, sich das nachzukaufen, weil du hier nicht irgendwelche Gesichtscremes oder so für 100 Euro drin hast, sodass das Ganze halt noch irgendwie so realistisch bleibt, in Anführungsstrichen. Genau, auch wenn ich mich persönlich freue, wenn ich da mal ein super teures Produkt in der Beautybox drin habe, denn ich mache hier auf diesem Kanal auch unfassbar viele Beauty-Boxings. Versprecher sind auch immer mit dabei. Beauty-Boxen-Unboxings mache ich und Schminky, Style & Talks, Hauls, Fashion Hauls, Beauty Hauls. Sammy ist auch am Start, der liegt jetzt gerade nur abseits der Kamera, er chillt eine Runde. Genau. Also wenn du Bock auf mehr davon hast, dann abonniere mich gerne hier unten, falls du es noch nicht gemacht hast. Genau. Aktiviere am besten auch das Glöckchen. Ich lade zwar jeden Tag um 11 Uhr hoch, beziehungsweise stelle ein Video online, aber ne, damit du auch wirklich aktiv nochmal informiert wirst und mich damit unterstützt. Fände ich nice. Okay, genug Eigenwerbung. Wir haben hier wunderschöne Pfingstrosen, glaube ich, drauf. Oder was sind das für Blumen? Das sind auf jeden Fall tolle Blumen, ne? Genau. Abonniere die Elektra Box und erhalte tolle Rabatte und ein persönliches Geschenk für deine Mai-Box. Das ist auch ganz cool, ne? Weil wenn du die Box neu abonnierst, bekommst du ein gratis Geschenk. Hier wird aber nicht gesagt, welches, ist geheim. Hier sind die Produkte kurz und knapp aufgeführt, jetzt nicht unbedingt mit großen Produktinformationen dazu. Und wir haben hier auch immer nur Full-Size-Produkte drin. Wenn ein Produkt mit drin ist, was nicht Originalgröße ist, wie zum Beispiel jetzt diese Seife, genau, dann ist es ein Geschenk. In dem Format hatte ich schon mal die ein oder andere Seife, habe ich zum Pinselreinigen verwendet, war gut und auch zum Händereinigen. Bamboo Soap with Bamboo Extract, das finde ich sehr interessant, dass wir mit Bambus-Extrakte Seife haben, ne? Gut, riecht auch sehr kräuterig, geil. Das mag ich. Doch, das ist cool, ne? Das kann man sich auf jeden Fall mal gönnen und Pinselreinigen brauchen wir immer, vor allem wenn wir solche Produkte verwenden. Wow, was ist das denn? Sunkissed Rose Quartz Blusher. Blusher infused with minerals. Da bin ich ja mal gespannt. Also das scheint ein Blush hier drin zu sein. Und aufgrund der Größe würde ich auf eine Blush-Palette tippen. Und da sind Mineralien drin. So schaut das aus. Wir haben einen Spiegel und drei verschiedene Nuancen. Ich entferne schon mal direkt die Folie, dann können wir es mal swatchen. Ich verwende solche Produkte auch in meinem Full-Face-Beauty-Boxen immer. Das drehe ich am Ende des Monats, wenn alle Boxen des Monats bei mir eingetrudelt sind. Und dann drehe ich euch ein Video dazu ab, wo ich die Produkte halt direkt teste. Ne? Da kann ich dann auch mir meine Meinung dazu bilden. Okay, von sehr dezent, peachig, über sehr rosa-pinkig bis hin zu alter Schwede. Was ist das denn für eine Farbe?
Ja, so dieser Peach-Ton ist schon sehr, ne? Es sind sehr pudrige Farben. Die sind auch matt oder seidenmatt. Also ich würde sie jetzt nicht... Die haben so keinen Schimmer mit drin, ne? So schauen die Swatches aus. Kann auf jeden Fall auf den Wangen was werden und so eine schöne Frühlingsfrische zaubern. Das finde ich nice. Doch, gefällt mir. Das ist auf jeden Fall eine coole Geschichte. Ich weiß jetzt nicht, was das mit Mineralien dann machen soll. Ne? Ist da wohl irgendwie mit drin? Das finde ich cool. Also die Palette fühlt sich jetzt nicht super teuer an. Was kostet so ein Ding? Nur 8,95 Euro. Ne? Das ist jetzt keine super heftige Qualität. Also es ist halt Pappverpackung und dieser Glitzer, der ist aber schön. Und es sieht hübsch aus. Die sehen auch auf dem Handrücken geswatcht schön aus. Die Frage ist halt, wie sieht es im Gesicht aus? Ich kann ja mal spaßeshalber jetzt einfach einen Blush auftragen. Das ist immer so ulkig, ne? Wenn ich zur Seite gucke und mir einen Pinsel suche und die Leute, die mir auf Instagram folgen oder die mal, ne, aktiv das ein oder andere Video geschaut haben, wo ich dann auch mal nach rechts schwenke, die wissen, wie viele Pinsel ich habe. Aber ich habe, glaube ich, einfach mal zu viel Auswahl. Ich hätte nämlich gerne jetzt mal einen von Essence genommen. Doch, der ist doch eigentlich ganz schön. Das ist auch aus so einer LE, den finde ich hübsch. Und ich glaube... Ich nehme jetzt mal den Pink Solitaire. Wow, da kommt richtig was auf den Pinsel drauf. Ja, und wenn man es abklopft, ist es halt sehr pudrig. Kann ich hier mal so ein bisschen aufbauen. Ich habe zwar einen drunter, aber es gibt selten im Leben zu viel Blush. Ne? Also gerade wenn ich jetzt hier vor der Kamera sitze mit den ganzen Softboxen und so. Leute, ja, ich versuche hier gerade meine Haare in das Ohr zu machen. Ich male meine Haare nicht an. Nein, nein, keine Sorge. Ja, ist auf jeden Fall schön. Durch den Highlighter, der jetzt eigentlich da drunter ist, hat das einen schönen frischen Glow. Und auf der anderen Seite gebe ich mir den Lush Blush auf. Das ist dieser Peach-Ton. Die sind wirklich sehr, sehr trockenpudrig, ne? Das muss man halt bedenken. Das heißt, man kriegt viel Pigment aufs Pinselchen. Sie hat versucht, noch ihren Sprachfehler zu retten. Aber halt dann auch aufs Gesicht, ne? Da muss man ein bisschen abklopfen, wenn einem das sonst zu viel ist. Doch. Hat jetzt nicht so den Ultra-Unterschied auf dem Gesicht, ne? Da finde ich den Pinken sogar noch ein bisschen intensiver als den... Ach Quatsch, den Peachigen intensiver als den Pinken. Aber da kam auch deutlich mehr Kickback im Fännchen. Ja, ich mache hier noch ein bisschen was von dem Lush... Nee, Pink Solitaire drauf. Und den Rubicilis, den ganz dunklen. Ich glaube, das ist nichts für mich, ne? Ich bin dafür einfach eine zu große Käsenase. Ja, aber eine schöne Palette und ich finde es cool, wenn sowas in Boxen mit bei ist, muss ich sagen. Ne? Das mag ich immer sehr gerne. Dann haben wir hier ein weiteres dekoratives Kosmetikprodukt. London Girl Long Lasting Lipstick. Die Marke sagt mir nichts. New York Girl 20 ist die Farbe. Der schaut ein bisschen so aus wie das, was ich auf meinen Lippen trage. Das ist eine Kombi aus einem Lip Liner von Catrice und Aqua Inkfi und diesem Trended Up High Shine Lip Gloss, sage ich mal. Aber das passt farblich schon sehr, ne? Das sieht sehr, sehr ähnlich aus. Huch. Oh, okay. Meiner hat sich hier an der Seite so ein bisschen... ist ausgelaufen? Sagt man das so? Ich weiß es nicht. Das ist ein kleiner Produktionsfehler. Weil hier oben ist alles tutti, ne? Wobei, man kann manchmal, hier unten ist ja auch Produkt drin, ne? Bei manchen, zum Beispiel bei denen von, ach Mist, welcher war das noch? Bei den Revolution Lipstiften, genau, da kann man nämlich unten eine Kappe entfernen und hat dann quasi nochmal den Lippenstift unten drin. Das hier wird auch unten der Lippenstift sein, aber das ist wohl ein bisschen ausgelaufen, als es zusammengebaut wurde, ne? Ist nicht schlimm. Das kommt ja alles vor. Genau, und das ist halt wirklich so ein Ton wie den, den ich jetzt auf den Lippen trage. Sowas mag ich auch ganz gerne in meiner Freizeit tragen. Auf der Arbeit, wenn ich jetzt ein Zoom-Meeting hätte und dann solche Lippen, wäre das vielleicht dann doch etwas irritierend. Ne? Da bin ich eher schlichter unterwegs. Aber für meine Freizeit, wie man sieht, ist es offensichtlich ein Tönchen, was ich gerne mag. Also finde ich cool, ne? Und das muss ich mir nicht anmischen. Das ist schon so fertig. Voll geil. Dann haben wir hier etwas, das ist eine Handcreme. Passt aktuell ganz gut in die Zeit, würde ich mal so sagen. Denn so viel Handcreme, wie jetzt aktuell verwendet wird, wurde schon seit Ewigkeiten nicht mehr verwendet durch die ganze Handdesinfizierung. Herbal Camille von Mavitamed, also das sind immer so Marken, habe ich noch nie gehört. Ab und an haben wir auch mal so ein bisschen was drin von Max Factor oder so, was schon Marken sind, die man kennt, aber die jetzt nicht so ultra präsent sind auf Social Media. Aber es ist schon interessant. Frei von Mineralöl und Paraben, pflegt und beruhigt. Eine Kamillenhandcreme. Ein ganz klassisches Produkt, würde ich mal dazu sagen.
Jetzt ist halt nur die Frage, ob die dann auch so pflegend ist. Das muss ich mal gucken. Ich habe jetzt noch so ein paar offen. Die müssen erstmal aufgebraucht werden. Ne? Ich finde es immer blöd, wenn ich jetzt 20 verschiedene Geschichten gleichzeitig offen habe. Dann habe ich hier eine Augenmaske von Blink Pop. Die Marke habe ich schon mal gehört, aber noch nirgendwo gesehen. Collagen Healing Eye Mask. Okay, das ist eine Augenmaske. Das, also ich möchte an dieser Stelle kurz erwähnen, dass diese Lady, die hier abgebildet ist, ich weiß nicht, ich verstehe diese Bildsprache noch nicht so konkret, muss ich gestehen. Das sieht ein bisschen merkwürdig aus, aber gut. Trage nach dem Waschen etwas Gesichtstonic auf dein Gesicht auf. Das mache ich immer und das kann ich auch nur empfehlen, dass bevor ihr euch eine Tuchmaske oder eine Maske drauf macht, wo ihr das Produkt auf der Haut lasst, dass ihr euch vorher nach der Reinigung und vor der Maske immer einen Toner aufgibt, einen Gesichtstoner. Weil ein Gesichtstoner sagt der Haut immer, hey, Achtung, jetzt kommt ein bisschen Pflege, chill dich, raste nicht aus und sei nicht zu überrascht, ne? Kann ich wirklich nur empfehlen. Und hier steht sogar drauf, lege die Augenmaske um die Augen und streiche sie glatt. Das scheinen dann auch wirklich solche, also entweder ist es, also ist in Brillenform, also denke ich, dass es schon eine Brille ist, ne? Nach 15 bis 20 Minuten kann die Maske wieder entfernt werden. Eventuelle Rückstände können einmassiert werden. Ja. Ist nice. Kann man mal ausprobieren. So, jetzt habe ich hier das letzte Produkt in der Box. Und zwar ist das von Cosmetica Fanatica Funky Faces Kollagen, Betain und Panthenol Antifaltenmaske. Kann ich gut gebrauchen. Das ist so eine Tuchmaske. Das Packaging ist jetzt gar nicht mal so ultra ansprechend, wenn ich ehrlich sein darf. Das ist jetzt keine Maske, wenn die jetzt so im Laden gestanden hätte, die ich mitgenommen hätte. Weil ich bin halt nicht so ein Ultra-Fan von so ausrastenden Ladies auf Masken oder von echten Menschen. Das hört sich total blöd an. Aber ich mag das lieber, wenn man so wie hier, ne, so Pop-Art-mäßig was hat oder eine gemalte Frau oder sowas. Das mag ich einfach lieber, aber das ist Claudis Bean in meinem Kopf. Okay, ja, aber finde ich nett. Für strahlenden, gesunden Ausdruck und spürbar gestraffte Haut. Das finde ich nett. Also von der, was die Maske verspricht, hört sich das ganz nice an. Ich weiß gar nicht, also wie gesagt, die Marke sagt mir gar nichts. Kommt sogar aus Herdecke, Deutschland. Also aus, gesagt, nichts. Muss ich mal ausprobieren. Ja, 1, 2, 3, 4, 5 Produkte und dann noch die Seife mit dabei. Hier steht irgendwie Freeman Feeling Beautiful Anti-Stress Gesichtsmaske. Die hätte man wahrscheinlich alternativ haben können zu der Funky Faces Maske. Da finde ich, glaube ich, meine Funky Faces ganz gut. Ich denke, dass die Feeling Beautiful Anti-Stress Gesichtsmaske auch gut für, also hier sind so Muscheln abgebildet, ne, dass das mit Perlenextrakt wäre. Man hätte auch haben können Mini Sheet Masks Watermelon Shots von W7. Ich bin kein Fan von diesen einzelnen Punkten, die man sich ins Gesicht gibt. Deswegen, ich bin mit meiner Maskenauswahl doch am besten zufrieden tatsächlich von dem, was sie machen soll. Wir haben jetzt hier noch das weinrote Krüppelpapier und eine leere Box. Und ich fand die Elektra Beauty Box schön. Ich finde es nice, dass wir so eine richtig krasse Blush-Palette mit dabei haben. Der Lippenstift ist eine tolle Farbe. Die Gründerinnen von der Elektra Beauty Box sagen ja auch, man möchte so ein bisschen dieses Trau-Dich-Mal vermitteln an die Abonnentin. Und das macht sie schon mit etwas intensiveren Blush-Farben, mit einem krassen Lippenstift und das gefällt mir. Dann noch ein bisschen Pflege mit dabei, die einfach der Zeit sehr angemessen ist. Also die Handpflege und eine Gesichtsmaske einfach mal zur Entspannung. Finde ich echt geil. Habe ich irgendein Produkt vergessen, loben zu erwähnen? Nein. Seife, safe, brauchen wir aktuell sowieso immer wieder. Also von daher sind das wirklich der Zeit angemessenen, brauchbare Produkte und von meiner Ansicht aus eine Box, die es auf jeden Fall wert ist, sich die mal anzuschauen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!